Hey, Außenwelt! Oh, Entschuldigung, geht ja schon gut los mit dem Altmann. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man relativ schnell und ohne großen Aufwand ein kleines Weizenfeld erstellen kann. Und dafür machen wir das erstmal so: Wir craften uns mal eben hier eine Schaufel und eine Eisenhacke. Mache ich normal nie eine Eisenhacke, aber ausnahmsweise mal. Wir haben es ja. Normal mache ich die nur aus Stein, aber wie gesagt, was soll's denn? So, wir brauchen dann noch ein paar Stöcke. Moment, die machen wir mal eben hier. Huch, so. Einen Eimer machen wir uns auch mal gerade. Aber wir machen nur zwei. Aber wisst ihr was? Wir machen uns sofort drei hier. Was soll das denn? So, nehmen wir die da raus. Dann machen wir uns mal eben ein paar Zaunelemente. Wie viel kriegen wir denn? Zwei. Wir machen uns mal vier Stück. Warum, werdet ihr dann sehen. Hat so mehr oder weniger seine Begründung. Gut. So, dann gehen wir mal hier raus. Denn die Eimer sind dafür da. Sagen wir mal, ihr seid jetzt hier, wie ich hier. Habt euch häuslich niedergelassen an so einer Stelle und habt aber leider gar kein Wasser so richtig in der Nähe eurer Behausung. Dafür werden wir gleich einen Eimer benötigen, denn wir müssen jetzt erstmal Wasser suchen. Ich weiß nämlich jetzt gerade selber gar nicht, wo Wasser ist. Haha. Moment, Moment. Den müssen wir natürlich eben mitmachen hier, den lustigen Gesellen. So. Wir müssen nämlich dann mal eben Wasser suchen. Das benötigen wir nämlich für unser Feld. Sonst wird das nicht so dolle. Und da haben wir schon welches. Doch, das ging ja schnell. Das ist ja super. So. Dann machen wir mal eben die drei Eimer hier mit Wasser voll. Zack. Und begeben uns zurück zu unserer Behausung, die irgendwo da hinten ist. Wunderbar. Ja, gut, dass ich mir das Leuchtfeuer gemacht habe. Das hätte ich ja im Leben nicht mehr wiedergefunden. So, dann sucht ihr euch. Ach, jetzt ist hier nirgendwo Platz, ey. Verdammte Scheiße auch. Moment. Da habe ich auch ein bisschen bei den Vorbereitungen, glaube ich, geschlafen. Das macht aber nichts. Das macht fast gar nichts. Dann machen wir uns halt eben. Ups, dann machen wir uns eben schnell so ein bisschen Platz hier. Das soll mal nicht so das Thema sein. So. Na, geh auf. Ja, gehst du auf. Gehst du auf. So, dann sucht ihr euch ein kleines Plätzchen, wo ihr denkt, so, ja, da hätte ich ganz gerne mein Weizenfeld hin. Dann machen wir das mal hier so. Dann machen wir hier den Baum auch mal eben schnell weg, dass wir ein bisschen Platz haben. Und wie gesagt, wir machen uns erstmal nur ein kleines, ein winziges. Das reicht ja erstmal. So, während die Bäume sich auflösen, suchen wir uns schon mal das, ja, Wichtigste für ein Weizenfeld, nämlich den Weizensamen. Dafür hauen wir einfach mal hier das Gras kaputt. Ich glaube, da kam schon welches, oder? Nee? Doch, da. Zack. Da haben wir schon mal einen. Der ist uns aber noch zu wenig. Oh, gehen wir noch ein bisschen weiter hier rum hier. Ja, also da braucht er wirklich nur rumzulaufen. Ein bisschen Gras klein sammeln. Und mit mehr oder weniger Glück kommen dann eben die ein oder andere Weizensaat da raus. Ja, jetzt haben wir aber ein bisschen wenig Gras hier irgendwie. Kann das sein? Kann das sein? Gras gibt es ja eigentlich fast überall, von daher ist Weizen so ziemlich, wie ich finde, die einfachste und vor allem sicherste Methode, sich erstmal seine Nahrung zu sichern und am Leben zu bleiben, ohne dass man halt verhungert. Außer natürlich, man hat das Pech, in einem Schneebiom zu sein, dann wird es schwierig mit Weizenfeld. Aber wir gehen mal davon aus, na, im Schneebiom und im Wüstenbiom seid ihr nicht. Ich meine, wer will da schon sein? Wer will sich da schon lange aufhalten? So, 11 Stück, ich würde sagen, einen holen wir uns noch, dass wir 12 Stück ungefähr haben. Na, komm her. Da lag doch gerade einer. Da ist er. Da. Ja, so. Wunderbar. So, wenn ihr das soweit habt. Ach, jetzt laufen wir erstmal hier durch. Wenn ihr das dann soweit habt. Ach, scheiße hier, ey. Das löst sich aber extrem langsam auf. Weil wir machen den hier auch mal eben noch. Naja, wir machen den auch noch eben hier weg. Vielleicht ist das Grünzeug dann schneller weg, weil das stört uns gleich sonst. So. Dann macht ihr, sagen wir mal, erstmal hier einfach ein Loch im Boden. Einfach so. So. Ne? Ganz normales Loch. Da könnt ihr zum Beispiel so einen Wassereimer reinpacken. Wassereimer, ein Eimer Wasser. Also, ne, Wasser. So, und von diesem Wasser ausgehend, 4 Felder weit, wird das bewässert. Das heißt so 1, 2, 3, 4. Das heißt hier, mit rechts liegt drauf, dann wird der Boden so gesehen für die, ja, für die Aussaat vorbereitet. Bis dorthin bewässert dieser eine Wasserfleck, diese eine Wasserpfütze noch die Felder. Und da hier auch 1, 2, 3, 4. Das heißt also, bis hierhin müsste das, glaube ich, sogar noch bewässert werden. Das heißt, bei Diagonal weiß ich gar nicht genau. Müssen wir eben gucken, ob das gleich dunkel wird, ob das bewässert wird. Weil da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, Moment. Hopp, hopp. Machen wir mal hier hin. Du wirst aber noch bewässert. Normal wirst du doch noch bewässert, oder nicht? Ne? Es wird doch wohl nicht dunkel werden hier. Ne? 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 Wieso wirst du nicht bewässert?
Wieso wirst du nicht bewässert? Na, was soll das denn? Ist ja auch egal, jedenfalls hier, ne? Vier Felder war halt so. Das heißt also, wenn er das jetzt hier alles macht, so, zack, 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 zack. Gehen wir einfach mal hier so rüber. So, 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 so. Hier auch nochmal vier. Dann macht er hier drei, sagen wir mal. Zack, zack, zack. Hier auch eins, zwei, drei, vier. Dann machen wir hier mal noch so. Och, das sieht doch dann relativ schick, glaube ich, gleich aus. Wenn wir das so aufteilen hier. Doch, das sieht gut aus. Das sieht, doch, das gefällt mir. Da wird es gerade dunkel. Moment, wir gehen mal eben schnell die Nacht sicher verbringen. Mit den dreckigen Sachen hier rein. Jawohl, super. Ganz toll. Ganz toll, da will ich was zeigen, wie man so ein Weizenfeld machen kann und dann... Egal. So, ihr seht, ne, die Sachen werden nach und nach langsam bewässert. Das ist uns auch ganz recht so, das machen wir mal eben weg. Wir haben natürlich jetzt leider nicht genug Weizen, um alles hiervon aufzufüllen, aber das ist nicht so tragisch. So, hier machen wir auch mal eben noch einen hin, dann sieht das schick aus. Ja, für den Anfang reicht sowas hier auch vollkommen, ja, also für den Anfang ist das schon, ja, fast zu groß schon. Jedenfalls werden so sicher alle Felder bewässert, also auch dieses hier hinten, das dauert halt nur ein bisschen. So, und ich mache das immer ganz gerne so, weil sonst stört mich das, dass ich das Wasser da so mittendrin habe. Wir hüpfen mal eben hier nochmal drauf rum, damit das, Feldding da weggeht. So, dann machen wir das nämlich folgendermaßen. Wir stellen hier mal eben ein Brett hin, so. Machen hier eins nochmal daneben. Ja, das Wasser ist dann immer noch da. Es wird also immer noch bewässert. So. Dann fällt euch da aber wenigstens nichts rein. Und ihr selber auch nicht. Und dann machen wir das mal eben so, dass wir unser Stückchen Zaun hier nehmen. Das hier draufsetzen. Hopp. Na. Hopp. Ach, jetzt kommen wir da ja nicht. Ja, Moment, 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 Moment. Moment, 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 natürlich. Denkfehler von mir. So, dann macht ihr das euch ungefähr so auf die Höhe. Setzt da oben dann nochmal so ein Proppen drauf hier. Und ich mache das immer ganz gerne. Ich mache dann halt von jeder Seite... Ach, jetzt mache ich immer mit Linksklick hier. Von jeder Seite einmal eine Fackel da dran. Zack, jetzt sind wir da drauf gefallen. Dadurch ist das natürlich jetzt wieder kaputt gegangen. Also drauf springen solltet ihr hier auf den Feldern nicht. Aber das ist auch nicht so tragisch. So, das mache ich immer dafür, damit das auf jeden Fall auch nachts eine Beleuchtung hat. Und wenn ihr das dann soweit habt, dann... Verteilt da einfach so ein bisschen euer Saatgut hier. Das machen wir jetzt mal einfach so ein bisschen kreuz und quer auf gut Glück. Ja, da. Wurde auch bewässert. Wunderbar. Sehr schön. Das heißt, ihr könnt also locker bis hier hinten hingehen. Das heißt also, in der Schräge 3 geht vollkommen in Ordnung. Das heißt, wenn wir hier hinmachen, dann könnten wir hier noch hinmachen. Und dann könnten wir hier noch hinmachen. Und dann könnten wir auch noch hier hinmachen. So. Das heißt, diese hier bräuchtet ihr normal gar nicht. Die machen wir mal eben weg hier. So. Zack, 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 zack. Das heißt also, geht einfach von dem Wasser aus in alle Richtungen. 3 Felder weit, das reicht vollkommen aus für eine Erstversorgung. Das wird sogar schon ein relativ großes Feld. Ja, ich mache es nochmal, wie gesagt, immer so 4, also bis hier hin. Hin für einmal Wasser. Dann kämen jetzt nochmal 4, bevor das nächste Wasser kommt. Denn ihr könnt ja dazwischen, denn Wasserpfütze, Wasserpfütze, dann könnt ihr dazwischen ruhig 8 Felder Weizengut haben. Die werden durchgehend bewässert. Ihr braucht eigentlich immer nur so eine kleine winzige Pfütze. Das reicht. Und das eben da, das mache ich immer zur Beleuchtung. Ich weiß zwar nicht, ob es was bringt, aber ich mache es trotzdem immer ganz gerne, weil ich meine Felder später dann immer schön auch einzäune, damit ich auch nachts darauf arbeiten kann und meine Ruhe habe. Dann passt das immer ganz gut. Ja, und dann bleibt euch eigentlich nur noch zu warten, bis das alles ein bisschen ausgewachsen ist, bevor es ihr dann, schwere Sprache heute, bevor ihr es dann ernten könnt. Aber ich glaube, dass... So lange mache ich mal eben die Aufnahmepause und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Weizenfeld soweit ausgewachsen ist. So, und irgendwann sollte das dann so bei euch ungefähr aussehen. Ja, das hat sich dann hier alles schön... ist schön ausgewachsen und wir sehen hier, ich habe das mal einfach dahin gemacht und tatsächlich, also auch in der Diagonale 4, das wird sogar noch bewässert. Hatte ich tatsächlich recht, hat nur ein bisschen gedauert. So, wenn ihr das dann habt... Euer Weizenfeld, dass das ungefähr so aussieht, dann könnt ihr einfach hier mit der linken Maustaste drüber gehen. Ja, also drüber laufen ist nicht weiter schlimm, da geht nichts von kaputt. Ihr dürft halt nur hier nicht hier drauf rumspringen und rumhüpfen und ständig drauffallen. Und dann macht ihr nämlich eure Dinger hier kaputt, dann müsst ihr das alles nochmal neu mit der Feldhacke bearbeiten. Aber nur drüber laufen, da passiert nichts weiter. So, wenn ihr das alles eingesammelt habt, dann habt ihr normalerweise auch jede Menge Weizengut, jede Menge Saatgut wieder und das verteilt ihr einfach wieder neu hier auf den ganzen Sachen. La 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 la. Huch,
Lalalala. So, und wartet dann einfach, wenn ihr das gemacht habt, wieder darauf, dass der nächste Weizen wächst. Also normal, am Anfang mache ich meistens so, die ersten Felder, die sind bei mir, ja, ungefähr 20, 24, die ich dann habe. Also die ich dann wachsen lasse, 20 bis 24 Weizen, die ich mir, Weizensamen vielmehr, die ich mir zusammensuche. Moment, das machen wir eben wieder weg hier. Hopp. So. Die ich mir dann zusammensuche und dann erstmal wachsen lasse. Und normalerweise komme ich damit sehr gut über die Runden. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Damit habt ihr dann mit einfachen Mitteln ein kleines Weizenfeld angelegt, um euch eben... Ach, erstmal hier hinsetzen, so nach der getanen Arbeit. Schön. Ein bisschen die Beine ausruhen, die man nicht sieht. Na gut. Jedenfalls habt ihr dann mit einfachen Mitteln ein kleines Weizenfeld angelegt. Also so mache ich das immer. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so eure Weizenfelder anlegt. Also das sind so die ersten, die ich mache. Desto weiter fortgeschritten die Welt ist, desto größer werden die. Aber das ist so für den Anfang, was ich mache, damit ich eine gewisse Grundversorgung garantiert habe. Und ihr schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr so eure Felder anlegt. Ob ihr auch so klein anfangt oder ob ihr sagt so, nö, ich mache sofort riesengroß. Oder mit mehr Wasser, mit weniger Wasser. Wenn es dem einen oder anderen geholfen hat, schreibt es mir auch in die Kommentare. Lasst auch ruhig mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock drauf habt. Tut ja keinem weh. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Und wenn ihr mich so richtig scheiße fandet, dann erzählt all euren Freunden davon, wie scheiße ich bin. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, aus der Haus und tschüss.